Herzlich willkommen zurück. Wir bereiten uns jetzt mal auf das seelische Finale vor. Oder nee, das überhaupt. Also, das ist, ja, das Finale halt. Ja, ich freue mich schon. Das wird nämlich lustig. Dann hauen wir den Chef-Spa mal richtig auf die Fresse. So, weil letztes Mal wäre ein bisschen kurz. Immerhin nur irgendwie was mit knapp 1,5 Stunden oder so. Das ist relativ kurz für meine Verhältnisse. Und ja. Also wir müssen jetzt diese drei Türme besteigen. Besteigen. Ja. Jetzt bin ich so über das Wort besteigen fasziniert. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also wir müssen diese drei Türme hier mit diesen Möchtegern-Labyrinthen erklimmen, sage ich jetzt mal, damit ich nicht wieder in mein eigenes Gelächter irgendwie so, ne? Was willst du denn? Ich stehe auch von hinten. Also wir müssen diese drei Türme eben erklimmen und da die drei Tussis absetzen. Jedes Mal müssen wir natürlich wieder dahin in die Stadt und die nächste abholen. Aber das ist kein Problem. Was ist das überhaupt für ein Viech hier? Ein Dunstdrache. Keine Ahnung, ey. Das ist zwar ein bisschen nervig, aber egal. Was soll man machen? Können wir nur hoffen, dass wir hier halbwegs gut durchkommen. Wobei ich mit den ganzen Dialogen schon die ganze Zeit eingeplant habe. Aber gut, euch wird das wohl kaum stören, wenn ihr das Video seht, weil... Tja, ihr könnt ja vor- und zurückspulen, wie ihr wollt. Wenn ihr überhaupt irgendwas guckt von mir, bitte guckt das an! Nein, ich bettel natürlich nicht. Aber das ist ein Scheißraum gewesen. Ich dachte, jetzt erscheint eine Treppe. Fail! Ah, so. Ah, alles klar. Nö, dann will ich dich nicht. Hä, aber was waren dann in dem anderen Raum? Der da, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Ja, na toll. Jetzt findest du hier noch irgendwelche Ringe und Steine oder was weiß ich. Dabei sind wir eigentlich gut genug ausgerüstet eigentlich. Ja, guck dir das mal an, das ist doch... Pfach! Skandal ist das. Also... Schrecklich. Nee, warte mal, wir gehen erst nochmal zu... Oh, ich hab Ideen, ey. Ich krieg das Kotzen. Wir gehen das noch mal gucken. Hinterher war da auch noch irgendwas drin, was wir vergessen. Also, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Schauen wir mal. Ich will nicht gegen die Viecher kämpfen. Kostet nur Zeit und Kraft und... Nee, muss nicht sein. Genau, hier war nämlich auch noch eine Kiste. Ein S-Eisring. Scheiße, 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 Scheiße. Alles klar. Ja, ich weiß, der Weg war irgendwie umsonst, wenn wir das Zeug sowieso nicht anlegen, aber wir sind eigentlich sehr gut ausgerüstet, daher lohnt sich das gar nicht. Was bringt mir das, wenn sich das dann nur noch verschlechtert? Und wir wollen diesen Pissköpfen natürlich volle Kanne auf die Fresse hauen. Und da brauchen wir keine Scheißringe. Diese Wolken sind lustig. Oh ne, gegen die Flitzpiepe müssen wir kämpfen. Oh, Höllenboote, weil ich so viel Angst habe vor der Hölle. Donnert's da unten eigentlich auch? Ah, scheiße, machen wir Phoenix. Phoenix ist immer gut. Keiner verbrennt sich gerne die Finger. Nett. Sehr nett.
Boah. Das ist echt spannend hier, weil das immer länger dauert. Mann, seht doch mal zu. Genau, leveln wir noch mehr hoch, damit es noch einfacher wird bei den Bosskämpfen. Hier ist keiner. Alter, wer hat solche schwulen Türme gebaut? Was war das jetzt für ein Weg hier? Ah! Ja, ich bin total überrascht gewesen, als du dann plötzlich noch einen Schritt nach vorne gingst. Dunst, was ist ein Dunst? Keine Ahnung. Grillen wir das Vieh einfach. Shit. Was wäre noch gut gegen Drachen? Donner höchstens noch, ne? Wenn die fliegen und dann in Gewitter. Da zwiebelt bestimmt gern. What the fuck? Das ist nicht witzig. Ja, genau deswegen hatte ich keinen Bock auf so eine Scheiße. Klasse! Alter, das gibt's doch nicht. Werde ich jetzt das erste und einzige Mal hier verrecken? Alter, das gibt's nicht, oder? Ohne Scheiß, ich bin jetzt total in der Bredouille. Ohne Scheiß. Aber übelste Bredouille. Gab's hier nicht irgendwas? Na, das ist ja schlimm, dass er jetzt keine Magieattacken mehr benutzen kann. Oh. Ja, genau. Voll Schwein gehabt. Ohne Witz. Oh wie, der lebt nicht? Ich denke, das geht. Er ist doch scheiße. Oh ne, das ist jetzt aber ärgerlich. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass das geht. Oder ging das nur mit Zweien? Dann machen wir nochmal Helfer. Oder wobei, dann kann ich auch mit ihm einfach Champion machen. Schon wieder gefailt. Oh, ich glaube, ich brauche mal wieder einen richtigen Tritt in die Eier. Der auch. Ja, mit dem Ding voll zwischen die Beine am besten. Ja, also das war haarscharf. Also ich habe da mich jetzt echt mal gesehen, wie ich ins Schwitzen komme. Das war echt krass. Meine Fresse. Yay. Ich hau mich weg, ey. Ja, sie braucht so eine Scheiße gar nicht. Hauptsache ja, Magieabwehr sinkt um 30 und Intelligenz um 20. Ey, das kannst du doch wohl vergessen. Voll Scheiße, Intelligenz sinkt um 40. Ey. Das ist ja schon peinlich, sowas hier zu verstecken. Ne. Ich wollte nur da lang gehen, so. Weil es egal war.
So, jetzt habe ich den ersten Schlag. Und jetzt gibt's auch für Omel hier. Schnauze voll. Pissköppe. Ja, derweil war ich am überlegen, was ich als nächstes Let's Playen könnte. Und da ich irgendwie mir so ein paar Soundtracks von Terranigma angehört habe, bin ich da jetzt total rattig drauf. Und ich glaube, als nächstes kommt dann Terranigma dran. Und ja. Und da wir auch mit, also da Shiro und ich mittlerweile es hinbekommen haben, ja, dass sie das, was ich mache, kommentieren kann und höchstwahrscheinlich auch andersrum, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Quasi, dass wir zusammen spielen, also dass ich spiele, sie quasi dabei ist, obwohl sie zu Hause sitzt. Wow, epic. Also das funktioniert jetzt und das werden wir in der nächsten Zeit mehr einbauen. Wir hatten uns jetzt nur gedacht, weil eben das Lufia Let's Play, yeah, wir sind gleich oben. Weil das Lufia Let's Play jetzt eben schon komplett alleine lief. Und dass sie der letzte Part jetzt eine ganze Weile laufen wird. Bam! Belassen wir es jetzt auch einfach so und ich mache das jetzt alleine zu Ende. Und sie wird dann in den nächsten Parts eine sehr viel größere Rolle spielen. Warum? Nein! Oh ja, natürlich, weil das voll logisch ist und so. Ja, komm. Jetzt gib's aufs Maul. Ninja! Oh ja, los, schneller. Nee, also ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Let's Play, weil ich will ja eigentlich so viel Let's Playen, so viel machen. Aber ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit dafür. Und wobei ich jetzt eigentlich auch wieder auf Secret of Mana Bock hätte. Oder Most Wanted, Need for Speed Most Wanted, der erste Teil. Nicht dieser Hühnerscheiß, den es da neu gab vor irgendwie einem Jahr oder anderthalb. Das ist ja wohl der letzte Dreck, ey. Sowas, so eine Scheiße, damit würde ich mich nicht mal auf die Straße trauen. Was können wir hier denn mal machen? Donner? Ist das besser? Was hat sie denn eigentlich als Zornattacken noch? Oh yeah. Kann er kriegen. Bam! Nee, aber auf Most Wanted hätte ich jetzt auch langsam wieder Bock, da ich ja auch mittlerweile, wie man ja mittlerweile auch weiß, ein Joypad habe. Und dann lässt sich das auch deutlich geiler spielen. Hätte ich auch wieder Bock drauf. Aber ich weiß nicht, ich bin so unentschlossen. Oh, wow. Ich weiß, es ist nicht viel leer, aber wer weiß, was er jetzt für eine Attacke macht, dann macht er auch irgendwie so eine Vollstrecker-Hühnerscheiße oder sowas. Wobei irgendwie ist er wohl ja ein bisschen zu blöd, eine andere Attacke zu benutzen. So wie es aussieht. Zack! Alter, du bist schneller wieder tot, als du auferstanden bist, ey. Die Trickser. Oh ja, was macht er dann? Schützt er sich nur noch oder was? Verdammt, den Gegner zur Bewegungslosigkeit. Klappt nicht immer. Nee, klappt niemals, müsste da stehen. Pseudo-Attacke, damit es nicht so leer aussieht oder sowas, sollte da stehen.
Och süß. Ich glaube, das mit Champion jedes Mal, das kann ich mir schenken. Ja, los, komm, bist du nicht langsam mal Matsch oder so? Weil irgendwie wird's öde. Aua, aua, bitte nicht so fest. Also man merkt es doch deutlich, diese Löwenherz-Attacke hat es doch voll in sich, dieses Dings, um eben einen aufzuwerten. Das ist irgendwie voll geil. Ja gut, dass unser Monster das nicht überlebt, war klar. Oh nein, das war so schwer, ich hatte voll Angst. Oh. Genau, leveln wir einfach alle mal ein bisschen auf, weil das dann noch schwerer wird. Oh ja, dann machen wir die Bitch auch noch platt. Nice! Lass mich raten, die Götterrüstung ist schlechter als das, was ich derzeit anhab, ey. Mann, lass sie doch ausreden, du Jachel! Na, wie gut, dass das Ganze nicht der braune Ton ist, wa? Weil wir voll stylmäßig und so sind. Ja, siehst du, ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt, oder? Ich hab es gesagt. Legendäres Kleidungsstück mit Perlen bestickt und extrem hohen Schutzfaktor. Ja, aber immer noch beschissener als die Zirkonkutte. Es ist unglaublich. Ich werde sie trotzdem nehmen wegen der geilen Zorn-Attacke. Also meine Fresse. Achso, wir können uns ja hier porten. So dämlich. So, nee, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Die steht da ja die ganze Nacht. Hier oben, ne, waren die. The next one, please. Na, wow. Insel. Nordosten. Insel. Nordosten dürfte dann hier sein. Mäh. Ja, komm, egal, ey. Dauert zu lange. So ein ungeduldiger Mensch manchmal. Vielen Dank. Oh, Alter.
Ich habe auch schon wieder Level 51. Also, ne? Unglaublich. Schade, hätte das jetzt auch schon gereicht, das wäre lustig. Rätselfluch. Oh mein Gott, ja, ich rätsel, was passiert wäre, wenn das gewirkt hätte. Und du als Molder. Ja, hey, warum laufen wir nicht einfach mal im Kreis? Das haben wir so selten gemacht. Und shit. Ein Auge. Alter, will mich hier irgendwer verarschen? Ja, wieso läuft denn der auf einmal so schnell? Nee, komm, ich hab keinen Bock. Erst kriegt er irgendwie den Arsch nicht in Bewegung und dann steht er mir auf die Füße. Jetzt hab ich aber die Nase voll hier. Hammer, eine Wand. Der Weg hat sich gelohnt. Boah. Was soll ich denn da machen? Ja, also wie gesagt, Leute, nehmt es mir nicht übel. Ich habe überhaupt gar keinen Bock jetzt auf diese Pissköpfe hier. Ich möchte hier jetzt eigentlich nur diesen Turm erklimmen und dann eben meine Mission, meine Bestimmung erfüllen. Oh nö. Haha, du bewegst dich nicht. Ich krabbel dir am Arsch rum. Bam! Jo, das war schwer. Tja, was lohnt sich dabei jetzt wirklich? Toll. Okay. Das ist irgendwie komisch. Man will ja nichts verpassen, ne? Alter, was war das für ein sinnlos Weg? Ja, man möchte sagen, Labyrinth, bla bla, aber... Alter... Das hat nicht zum Spielgeschehen irgendwie beigetragen. Nicht schon wieder. Da hier, ja. Überraschungsangriff. Also wir neigen uns zwar dem Ende des Spiels entgegen, aber ich habe mit Sicherheit nur die Hälfte, was heißt die Hälfte? Also ich habe mit Sicherheit nochmal irgendwie ein Drittel oder ein Viertel vergessen, beziehungsweise nicht gefunden oder sonst irgendwas.
Also es gibt in diesem Spiel noch deutlich mehr zu erkunden oder zu finden. Also die Dracheneier kann man noch abgeben und solche Geschichten. Und ja, also die Ahnenhöhle, wie gesagt, habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Das kommt aber noch in einem Special, weil das hätte jetzt alles gesprengt. Wenn man gewisse Gegenstände aus dem... Ja, genau. Wenn man gewisse Gegenstände aus der Ahnenhöhle holt und sie irgendeiner Figur, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Frau war, also irgendeiner Figur auf jeden Fall in dem dortigen Dorf gibt, dann, also wenn man diese Gegenstände alle so nach und nach mal gefunden hat, dann bekommt man irgendwie das Vierfache an Geld und das Vierfache an Erfahrungspunkten. Das wird für manche auf jeden Fall interessant sein, wenn sie das erste Mal ein Schiff bekommen, um dann da hinkommen zu können. Oh yeah, der nächste Motherfucker. Oh ja, genau, wir langweilen ihn. Wieso hat er hier jetzt blaue Haare? Oh Mann. Oh, er darf sowieso zuerst. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, der blauhaarige, grünhaarige Typ da darf zuerst. Der gefärbte grünhaarige, so. Ach du Scheiße. Also dieses Prinzip mit den Zornpunkten finde ich echt genial. Das habe ich bisher in noch keinem Spiel gesehen. Das ist sehr geil gemacht. Gut, ich bin natürlich jetzt auch nicht der RPG-Master, aber... Church. Gib ihm hart. Oh, du bist unser Held. Ich habe die Sturzbahn, also ich habe diese Attacke noch nie benutzt von dem, weil der nie so weit hochgeskillt wird mit dem Zorn. Nee, das machen wir anders. Bevor er hier, dann soll sie lieber Champion machen. Und er macht Abaddon weiter, dann geht das Ganze hier ein bisschen zügiger. Ja, also wie gesagt, ich habe schon eine ganze Weile eingeplant für heute, weil mit den ganzen Dialogen auch noch alles und bla und mit diesen Eier. Bitte wer? Irgendwie habe ich was verpasst gerade. Alter, will der mich jetzt verarschen? Alter, im Ernst, ich bin jetzt irgendwie gerade ein bisschen voll in die Fresse getreten. Okay, seine Zauber haben es in sich, das muss man ihm lassen. Da hat er auf jeden Fall mehr Arsch in der Hose als Gades. Wollte ich wieder abwählen, habe ich irgendwie falsch den Knopf gedrückt.
Ist ja egal. Okay, hat er das immer noch. Hat er den Angriffswert von vorher immer noch beibehalten? Das ist ja geil. Ich dachte, das geht jetzt wieder von vorne, mehr oder weniger. Führungskraft. Die Kampfkraft aller Kämpfer wird erhöht. Führt die Kraft. Okay, also war nur. Okay. Alter! Es muss ganz voll sein. Ja, scheiße, ich gucke immer wieder nach und das funktioniert immer wieder nicht. Alter, ey, das ist eine Mongo-Attacke, ohne Scheiß. Nee, warte mal. Erstmal mache ich nochmal mit ihr Löwenherz auf sich selber. Er kann Sturzbach machen und er macht Champion auf alle. Und danach mache ich dann, weil er wird jetzt wahrscheinlich wieder einen auf die Fresse hauen, dann ist Seelands eh wieder voll. Seelands Zornpunkte und dann, ach nee, er greift er erst an und dann macht sie den Zauber. Mäh! Kletsch. Kletsch. Ja, blöd. Ja, scheiße, ich dachte, der hat noch ein bisschen was über für Speedy, dann hätte er ihr noch mal ein bisschen Speedy gegeben. Das finde ich voll blöd jetzt gerade. Weil ich kenne es eigentlich so, Seeland darf eigentlich immer mit als erstes schlagen. Ist ein bisschen ungewohnt. Alter, jetzt darf sie gar nicht mehr schlagen. Ist das zum Kotzen. Du alter Penner! Geleck deine Mutter, ey, du Wichser! Oh Mann! Ach ja, ganz gefährlich. Och nö, 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 nö. Och nö.